Erschienen ist der Herrlichtag, dran niemand genug sich freuen mag. Christ, unser Herr, heut triumphiert, sein Feind er all gefangen führt. Halleluja! Die alte Schlange, Sünd und Tod, die Hölle, all Jammer, Angst und Not, hat überwunden Jesus Christ, der heut vom Tod erstanden ist. Halleluja! Mit diesen fröhlichen Zeilen und mit fröhlicher Musik, gespielt von Sonja Equilutz auf Saxophone und von Andrea Schneider an der Orgel, begrüße ich Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Gemeinde, zum digitalen Ostergottesdienst. Seid fröhlich und freut euch über den österlichen Sieg unseres Herrn Jesus Christus, lautet die Botschaft, die durch mutgebenden Texte und durch fröhlichen Klänge verkündigt werden soll, in diese angespannten Zeit des dritten Lockdowns hinein. In eine Zeit, in eine Situation hinein, in der wir wieder von Zweifel, Verlust, Angst, Ärger und von Gedanken einer unsicheren Zukunft heimgesucht sind. Doch ging es nicht ähnlich der Frauen, die an dem ersten Ostermorgen zum Grab gingen? Und ging es nicht ähnlich den Jüngern und Jüngerinnen nach dem Tod Jesu am Kreuz? In ihnen war auch eine Welt zusammengebrochen, als sie zusehen mussten, wie ihr Meister, wie ein Verbrecher, gedemütigt, verspottet und getötet wurde. Jesus hat sie zwar vorgewarnt, dass es zu schwierigen Zeiten kommen wird, dass er ausgeliefert wird, aber er hat ihnen auch viel über die Macht Gottes gesprochen, über die Macht Gottes, die allem menschlichen Gewalt entgegenstehen kann. All diese Worte waren aber nur Theorie im Angesicht des Todes Jesu. Und so geht es mir auch manchmal, liebe Gemeinde. Und ich denke, ich bin damit nicht allein. In mir bröckelt auch eine Welt, wenn ich den unendlichen weltweiten Kampf gegen die Pandemie betrachte. Wenn ich an den vielen Menschen denke, die den Kampf gegen das Virus verloren haben. An starke Menschen, die aus der Mitte ihres Lebens herausgerissen wurden und zweifelnde, trauernde Angehörigen hinterlassen haben. In mir bröckelt eine Welt, wenn ich an den vielen Schwestern und Brüdern von uns denke, die die Einschränkungen an ihr existenzielles Limit gebracht haben. Oder wenn ich an Jugendliche und Kinder denke, deren Seele diese Zustände nicht mehr verkraften kann und schwere Störungen zeigen. Tod, Leid, Pandemie, Ungerechtigkeit. Wie lange wirst du uns noch mit deinem Stachel quälen? Wie lange wirst du uns noch beweisen, dass wir dir ausgeliefert sind? Oder sind wir es doch nicht? Oder ist unser Ausgeliefertsein nur ein Anschein? Im Lichte der österlichen Botschaft, ja. Liebe Gemeinde, heute ist Ostern. Seit den frühen Morgenstunden erklingt weltweit der Jubel. Christus ist auferstanden. Christus Jesus hat dem Tode die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht. Ich bin heute unendlich dankbar dafür, dass es Feste und Botschaften gibt, die uns über eine andere Wirklichkeit erzählen. Feste, die uns aus dem Alltag, aus unserem Kummer herausreißen und unseren Blick erweitern wollen und können. Feste, die unsere Klage in Lob und Freude umwandeln können. So wie die Botschaft der Auferstehung Jesu. Lassen Sie sich, liebe Gemeinde, diese uralte Geschichte über den ersten Ostermorgen heute wieder erzählen lassen. Lassen Sie, liebe Gemeinde, an diesem Osterfest diese andere Wirklichkeit, die Wirklichkeit der Kraft Gottes, auf Sie wirken und über eine Macht in Ohnmacht erzählen lassen. Ich lade Sie jetzt ein zum Gebet. Lass uns beten. Ja, lieber Gott, heute sollen sich alle Menschen freuen und fröhliche Lieder singen über dich. Denn du hast Jesus auferweckt von den Toten. Du hast denen, die traurig waren, die Tränen abgewischt und sie wieder froh gemacht. Die, die Angst hatten, ganz allein und verlassen zu sein, hast du ermutigt mit dem Versprechen,
dass Jesus immer bei ihnen ist. Ja, Gott, wir sind froh, dass wir von dir hören. Du tröstest auch uns und bist immer bei uns. Deine Liebe ist größer, tiefer und weiter, als wir denken können. Du bist wunderbar, Gott. Zu dir wollen wir gehören. Und über dich und über deine Macht wollen wir an diesem Osterfest hören. Amen. So wollen wir alle fröhlich sein in dieser österlichen Zeit, denn unser Heil hat Gott bereit. Halleluja. Gnade sei mit euch und Friede vom Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, lassen Sie mich die Geschichte von dem ersten Ostermorgen erzählen, aus dem Evangelium nach Markus, aus dem 16. Kapitel, die Verse 9 bis 11. Früh am ersten Wochentag war Jesus vom Tod auferstanden. Zuerst zeigte er sich Maria aus Magdala, die er von 7 Dämonen befreit hatte. Sie machte sich auf den Weg und erzählte es denen, die bei ihm gewesen waren und die jetzt trauerten und weinten. Die konnten nicht glauben, was sie von Maria hörten. Maria erzählte: Jesus lebt. Ich habe ihn gesehen. Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Amen. Liebe Gemeinde, die Freude über die Auferstehung Jesu wird auf der ganzen Welt in unterschiedlichen Ritualen und Bräuche ausgedrückt. So gibt es in Russland eine ungewöhnliche Feiertradition, in der der Tod und das Leben mit einem Essen begangen werden. Da besuchen die Familien ihre verstorbenen Angehörigen auf dem Friedhof und halten dort auf den Gräbern ein Festessen. Zu Ostern, Pfingsten und auch an den Sterbetagen. Ein festliches Totengedanken ist das, aber vielmehr noch die Feier des österlichen Bekenntnisses. Jesus lebt. Und dieses Festessen vermittelt die Überzeugung der Feiernden: Jesus lebt und mit ihm auch ich. Und dieses Ritual schafft eine heilsame und tröstende Zuversicht. Wir bleiben auch nach dem Tod miteinander in Verbindung, bis an dem Tag, bis wir uns wiedersehen. Ein weiterer kurioser Brauch war das sogenannte Osterlachen.
Im Mittelalter verwandelte dadurch die Kanzel nicht selten zur Bühne, und die Hauptaufgabe des Predigers zu Ostern war, die Gemeinde zum Lachen zu bringen. Mit dem Osterlachen war natürlich ein Trotzdemlachen gemeint. Oder dem Bösen ins Gesicht zu lachen. Ein Spott über den Tod und ein erleichtertes Lachen im Sinne der Erlösung. In diesem Sinne spottete beinahe auch der Apostel Paulus über den Tod mit den Sätzen: Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist denn dein Sieg? Der Brauch des Osterlachens wurde zwar in der Zeit der Reformation abgeschafft, doch nicht die Freude über den österlichen Sieg. Denn die Auferstehung Jesu ist eine ernste, aber eine frohe Botschaft. Viele Jahrhunderte später schrieb Karl Barth, der reformierte Theologe: Ein Christ treibt dann gute Theologie, wenn er im Grunde immer fröhlich, ja mit Humor bei seiner Sache ist. Doch was hindert uns daran, liebe Gemeinde? Was hindert uns immer wieder daran, dass wir den Humor und die Ruhe auch mitten in diesen herausfordernden Zeiten bewahren? Und mehr, dass wir Freude finden, österliche Freude. Was hindert uns daran, dass wir so wie immer und wo immer wir gerade sind, uns über die Osterbotschaft freuen? Nehmen wir vielleicht uns selbst zu wichtig, zu ernst? Und die Botschaft über die Auferstehung zu abstrakt, zu unfassbar? Jesus lebt. Ja, eine unfassbare Wirklichkeit ist das. Eine Wirklichkeit, nach wie vor kaum zu glauben, nach wie vor eine Zumutung für den Glauben. Doch warum könnte Gottes Macht nicht stärker sein als der Tod? Warum könnte seine Kraft vom Tod zum Leben führen? Ich denke, liebe Gemeinde, hier sollten wir feststellen, dass die frohe Botschaft zu Ostern eine Doppelbotschaft ist. Es ist einerseits eine Aussage darüber, dass mit dem Tod nicht alles aus ist, dass wir Christen eine besondere Jenseitshoffnung haben, die uns, besonders angesichts des Todes, sehr heilsam, sehr tröstlich sein kann. Doch die Osterbotschaft ist zugleich auch eine aktuelle Lebensbotschaft. In diesseits, eine Wirklichkeit, in der die Traurigkeit und die Verzweiflung zu Freude und neue Zuversicht verwandelt werden können. Diese Kraft, die das Leben neu macht, haben immer wieder Menschen am eigenen Leib erfahren dürfen. Und gerade Menschen, die ganz unten waren, die sich wie dem Leben abgestorben gefühlt haben, an den Rand gedrängt und klein gemacht. Sie haben erfahren, dass Gott auf ihrer Seite steht, sie nicht vergisst und Wunden heilt. Diese Kraft erfahren auch wir schon jetzt, mitten im Leben. Zwar immer nur bruchstückhaft und zeichenhaft in diesem Leben, aber sie ist ein Vorschein dessen, was uns einmal erwartet. So wie Jesus Christus der Tod nicht halten konnte, so wenig kann er uns halten und fesseln. Liebe Gemeinde, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Ostern ist das Fest des Lebens. Ostern ist ein lautes, festes Ja zum Leben. Dieses Ja wurde zunächst sichtbar und erfahrbar in der Auferweckung Jesu. Doch dieses Ja Gottes gilt auch für uns. Für uns, die Jahr für Jahr die ganze Leidens- und Siegesgeschichte Jesu besinnen und diese als ein Zeichen Gottes verstehen können. Ein Zeichen dafür, dass die Wege Gottes mit uns nie zu Ende gehen. Auch nicht da, wo wir durch Enttäuschung, Angst, Leid, Krankheit und Tod am Ende sind. Da heißt Osterfreude Lebensfreude, liebe Gemeinde. Lassen Sie es Ostern werden, auch in Ihrem eigenen Leben. Lassen Sie sich ein auf die Wirklichkeit Gottes. Denn Jesus Christus spricht: Ich lebe und ihr sollt auch leben. Amen. Thank you.
Gott, öffne unsere Augen vor dem Wunder des Lebens, dass wir den auferstandenen Herrn sehen, wie ein helles Licht in unserem Alltag, im Dunkel der Angst, auch noch in der Nacht unseres Todes. Lass das Licht der Auferstehung leuchten in unseren offenen Fragen, unseren ungelösten Problemen, unseren verworrenen Beziehungen. Gib uns, Gott, Ausdauer, gib uns Gelassenheit und gib uns unbeirrbare Hoffnung. Gott, lass das Licht der Auferstehung leuchten über unsere Nächsten, unseren Angehörigen und Freunden, auch über allen, die wir gar nicht leiden können, die es uns schwer machen. Hilf uns lieben, Gott, wie du uns geliebt hast, ohne Vorbehalt, wertschätzend. Und lass das Licht der Auferstehung leuchten für Menschen, die leiden, die Überforderten mit ihrer Angst, die Enttäuschten mit ihren Tränen, die Kranken mit ihren Schmerzen, die Armen mit ihrem Hunger, die Fremden mit ihren Enttäuschungen, die Verzweifelten mit ihrem Schweigen. Sei du mit uns, Gott, damit wir aufstehen gegen alles, was das Leben hindert, und einstehen für alles, was gut ist. Wir preisen dich, lebendiger Gott. Du schaffst Licht aus der Dunkelheit. Du hast dem Tode die Macht genommen und Leben und unvergängliche Freude ans Licht gebracht. Amen. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Ich wünsche Ihnen gesegnete und frohe Ostern und die Erfahrung der lebensschaffenden Kraft Gottes. Lassen Sie sich durch diese Kraft tragen, mitten dieser herausfordernden Zeiten. Gott segne Sie und behüte Sie. Gott lasse Sie sein Angesicht leuchten über Sie und sei Ihnen gnädig. Und Gott erhebe sein Angesicht auf Sie und gebe Ihnen Frieden. Amen.